Finanziell frei werden und nicht mehr für Geld arbeiten müssen, das ist der Traum vieler Menschen. Mr. Money Mustache hat es geschafft. Er war bereits mit 30 Jahren finanziell frei und konnte sich dadurch ganz seinen Träumen widmen und an Projekten arbeiten, die ihm riesigen Spaß machen. Doch wie hat er die finanzielle Freiheit in rekordverdächtigen 9 Jahren erreicht, während andere nach dieser Zeit erst so richtig mit der Karriere starten? Kann jeder also in kürzester Zeit finanziell frei werden oder muss man dafür Arzt oder Unternehmer sein? Die Antwort auf diese Frage gibt's für dich im heutigen Video, bleib dran! Pete, der sich auf seinem Blog Mr. Money Mustache nennt, ist nicht mit einer genialen Idee über Nacht reich geworden. Stattdessen arbeitete er als Softwareentwickler bei Cisco und hatte eine Karriere wie viele andere vor ihm. Ende 2005, im Alter von 30 Jahren, schmiss er seinen Job hin und ging in Rente. Doch er ist nicht wirklich in Rente. Auf seinem Kultblog Mr. Money Mustache schreibt er regelmäßig Artikel zum Umgang mit Geld und zum Glücklichsein. Für viele Amerikaner, aber auch Deutsche, ist die Rente mit 30 Jahren unvorstellbar. Es ist viel eher das Problem, nicht mal mit 65 Jahren genug fürs Alter zu haben. Knapp 20% der Deutschen leben in Altersarmut, Tendenz steigend. Angesichts dieser Zahlen klingt Pete's Geschichte, nach 9 Jahren aufhören zu arbeiten, für die meisten Leute unrealistisch und irritierend. Mit 30 nicht mehr arbeiten und trotzdem alles haben zum Glücklichsein, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Doch der Reihe nach. Schon als Kind respektierte Pete das Geld, was so viel heißt wie einen simplen Lebensstil führen und nicht über den eigenen Verhältnissen leben. Als er mit seiner Freundin eine Weile zusammen war und es ernst wurde, dachten beide darüber nach, eines Tages zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ihnen war aber wichtig, frei zu sein, während ihre Kinder aufwachsen. Frei davon, arbeiten zu müssen. Pete sprach also seinen Wunsch aus, ich möchte ein Superdad sein. Und seine damalige Freundin wollte eine Supermom sein. Also gesagt, getan. Pete schloss sein College ab und war dank Nebenjobs schuldenfrei. So konnte er ohne finanzielle Vorbelastung ins Berufsleben starten und gleich mit dem Vermögensaufbau beginnen. Mit ca. 10.000 Euro von seinen Eltern kam er finanziell sogar etwas schneller aus den Startlöchern. Seine Frau und er arbeiteten als Softwareingenieure und beide verdienten während ihrer 9-jährigen Karriere durchschnittlich jeweils $67.000 im Jahr, was ungefähr 57.000 Euro entspricht. Zum Vergleich, das amerikanische Durchschnittseinkommen eines Vollerwerbstätigen lag zu dieser Zeit bei ca. $40.000. Die beiden verdienten also überdurchschnittlich, was ihre Arbeitszeit im Job deutlich verkürzte. Während Pete's kurzer Karriere kaufte er sich zusammen mit seiner Frau ein Haus in Longmont, Colorado, nördlich von Denver. Gemeinsam mit seiner Frau renovierte er es und konnte so den Wert seines Eigenheims deutlich steigern. Einen großen Einfluss auf dem Weg zur finanziellen Freiheit spielte Pete's sparsamer Lebensstil. Dazu gehört, nur das Nötigste besitzen, was es zum Leben braucht. Das bedeutet, nicht dem neuesten Handy, dem größten Fernseher oder dem dicksten Auto hinterherjagen. Pete und seine Frau vermieden insbesondere Dinge, die schnell an Wert verlieren und eine geringe Lebenszeit haben. Beispielsweise ist ein Fernseher, der für 1000 Euro gekauft wird, in einem Jahr nur noch die Hälfte wert. Das bedeutet einen monatlichen Wertverlust von über 40 Euro. Gerade Gegenstände, die schnell für neue ausgetauscht werden müssen, wie Klamotten, Handys oder teure Autos, sind wahre Geldfresser. Für Mr. Money Mustache geht es neben dem Gedanken, minimalistisch zu sein, ebenso darum, Konsum zu reduzieren, der die Umwelt belastet. So fährt er nicht nur deswegen mit dem Fahrrad, um Geld zu sparen, sondern er macht gleichzeitig etwas für die Umwelt und seine Gesundheit. Pete sagt selbst, fahr nicht so viel Auto, das ist mein größtes Erfolgsgeheimnis für ein wohlhabendes Leben. Steig einfach nicht so oft in dein Auto ein, denn es ist weitaus teurer, als die meisten Leute denken. Die meisten Leute denken, dass Autofahren nur Sprit kostet. Wirklich, es ist 5-mal so teuer. Wenn wir also annehmen, dass 1 Liter Benzin statt 1,20 Euro jetzt 6 Euro kosten würde, dann hätten wir ungefähr die tatsächlichen Kosten für das Fahren mit dem Auto. Pete und seine Frau waren also sparsamer als andere Leute und kamen auf durchschnittliche Ausgaben von $25.000 im Jahr, was ca. 21.000 Euro entspricht. Sie kauften aber trotzdem ein Haus und legten Wert auf Lebensmittel aus dem Bioladen. Wie schafften sie es also, in 9 Jahren in Rente zu gehen? Was machten beide mit ihrem ersparten Geld, um es zu vermehren? Neben ihrem Hauskauf investierten sie regelmäßig den Rest ihrer Ersparnisse in kostengünstige Indexfonds, die beispielsweise im Falle des S&P 500 die Aktien der 500 größten Unternehmen der USA enthalten. Der S&P 500 machte über die letzten 20 Jahre im Schnitt knapp 8% Rendite im Jahr.
Heute ist es sogar mit einem einzigen Indexfonds möglich, nahezu die komplette Weltwirtschaft abzudecken, ohne dabei Gebühren an einen Fondsmanager zu bezahlen. Für Mr. Money Mustache bedeutet sein jährlicher Zugewinn durch die Rendite am Aktienmarkt, dass er während seiner jetzigen Auszahlungsphase jedes Jahr eine Rate von 4% seines Vermögens entnehmen kann, und zwar für den Rest seines Lebens. Die sogenannte 4%-Regel besagt Folgendes: Wenn du das 25-fache deiner jährlichen Ausgaben im Aktienmarkt investiert hast, dann kannst du dein Leben lang davon jährlich 4% entnehmen, ohne dass dein Vermögen sich jemals aufbraucht. Aber ist der Aktienmarkt nicht viel zu riskant? Mr. Money Mustache sagt dazu Folgendes: But if you're just taking a small amount each year, you don't care at all about that. Like a stock market crashes. Wenn du jedes Jahr nur einen kleinen Teil deines Vermögens entnimmst, dann brauchst du dich nicht um Aktiencrashs kümmern. Du entnimmst einfach jedes Jahr deine kleinen 4% und wenn deine Aktien dann nach oben gehen, entnimmst du trotzdem nur 4%. Das Ganze gleicht sich also über die Zeit aus. Als Mr. Money Mustache und seine Frau in Rente gingen, hatten beide zusammen ein Aktienvermögen von ca. $600.000, was nach der 4%-Regel bei Ausgaben von $25.000 im Jahr ein Leben lang reicht. Zusätzlich hatten beide ihr gemeinsames Haus, was einen Wert von ca. $200.000 hatte. Hierbei ist zu erwähnen, dass Pete den Ausbau des Hauses und anfallende Reparaturen selbst übernimmt, sei es die Elektrik, das Verlegen von Böden oder Arbeiten an Bad und Heizung. Pete und seine Frau hatten also ein Haus ohne viel Schnickschnack mit ausreichend, aber nicht übermäßig viel Platz, ganz nach ihren minimalistischen Prinzipien. Ein gewisser Minimalismus ist das eine, aber was, wenn ich gar nicht in Rente gehen möchte? Mr. Money Mustache beschreibt das folgendermaßen: Arbeit ist besser, wenn du das Geld nicht brauchst. In anderen Worten, mach die Arbeit, die du liebst, egal ob und wie sie bezahlt wird. Denn du hast jetzt die Freiheit dazu. Sicher mochte Pete seinen Job als Softwareingenieur, aber noch viel mehr mag er die Arbeit an seinem Haus, kleine Schreinerarbeiten und generell die Arbeit im Handwerk. Also wirklich in Rente ist Mr. Money Mustache tatsächlich nicht. Nebenher verdient er Geld mit seinem Blog, auf dem er seit Jahren seine Weisheiten und Lebensprinzipien teilt. Sein jährlicher Verdienst mit diesem Blog beläuft sich auf weit über $400.000 pro Jahr, die er zum großen Teil von Produktpartnern für seine Affiliate-Links erhält. Pete empfiehlt beispielsweise ein Bankdepot, das er selbst nutzt, und bekommt Provisionen, wenn Leser über den Link auf seiner Seite ein Depot eröffnen. Zusätzlich macht er Zimmerei- und Heimwerkerarbeiten und unterstützt damit seine Familie und Freunde. Er arbeitet aber auch für andere und nimmt für seine Handwerksarbeiten gewöhnliche Stundensätze. Pete arbeitet also, aber er wählt seine Arbeit selbst, und zwar nicht auf Grundlage des Geldes, sondern danach, ob ihm die Arbeit Spaß macht oder eben nicht. Diese Mentalität deckt sich mit dem Rat vieler erfolgreicher Unternehmer: Arbeite an Dingen, die dir Spaß machen, und das Geld wird folgen. Und das ist bei Pete eindeutig der Fall. Er glaubt, dass es nicht glücklicher macht, mehr Geld zu verdienen, wenn man bereits hat, was man braucht. Also immer wenn Pete auf einen Job oder einen geschäftlichen Deal angesprochen wird, stellt er sich die Frage, ob er es auch kostenlos machen würde. Wann immer die Antwort Nein lautet, macht es für Pete keinen Sinn, seine Zeit zu verschwenden, egal wie viel Geld ihm dabei entgeht. Also, keine teuren Handyverträge, keine Schulden und Bücher lesen statt Fernsehen. Pete's Ratschläge mögen banal klingen. Erstelle ein Monatsbudget, gehe bewusst mit deinem Geld um und investiere in den breiten Aktienmarkt. Doch viele Menschen sind damit überfordert und denken laut Mr. Money Mustache zu materialistisch. Mit 30 in Rente zu gehen, wäre für die meisten von uns wohl zu extrem, besonders für diejenigen, die gerade erst mit der Arbeit nach dem Studium beginnen. Viele Menschen wollen nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und auf Restaurantessen verzichten, nur um früher in Rente zu gehen. Vor allem dann nicht, wenn viel Zeit und Geld zuvor in eine Ausbildung oder Studium geflossen ist. Wie bei allem anderen ist auch hier die richtige Balance entscheidend. Man muss kein Pfennigfuchser sein, aber sollte trotzdem seine finanzielle Zukunft im Blick haben. Und mit einem geeigneten Plan und klaren Zielen kann die Rente auch schon deutlich vor 67 beginnen. Wenn du noch keinen klaren Plan hast und nach Unterstützung für deinen Vermögensaufbau suchst, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link zu einem kostenlosen 1:1 Gespräch mit mir oder einem meiner Teammitglieder. Wie bei allen Leuten aus dem Bereich der persönlichen Finanzen, sieh das Video als großes Buffet, nimm das, was für dich nützlich ist, und lass den Rest liegen. Was hältst du von den Ansichten des Mr. Money Mustache? Schreib es unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann drück den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Vielen Dank dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.